Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Shiatsu for Everybody. Mein Name ist Irene Kainz, ich bin Shiatsu-Praktikerin und Shiatsu-Trainerin schon seit einigen Jahren und Shiatsu ist durchaus etwas, was man meine Leidenschaft, meine Passion bezeichnen kann. Ich liebe es, Behandlungen zu geben, ich liebe es auch, Übungen, die die Meridiane dehnen, zu vermitteln und weiterzugeben und anzuleiten. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten an ihrer persönlichen Entwicklung und Transformation. Das ist natürlich das alles im direkten Kontakt möglich. Also eine Shiatsu-Behandlung ist natürlich eine Körperarbeit. Da geht es ums Spüren, ums Berühren, ums direkte Wahrnehmen. Aber es gibt auch sehr viele Aspekte im Shiatsu, die jetzt nicht unbedingt einem direkten Kontakt bedürfen. Da gibt es ganz vieles, was man an sich selber arbeiten kann im Kopf, was das Mindset betrifft, was eine gewisse innere Haltung betrifft. Auch an seinen emotionalen Mustern kann man sehr viel arbeiten mit Inputs, die jetzt nicht unbedingt in direkten Kontakt stattfinden müssen, sondern die auch durchaus online funktionieren. Und das ist jetzt für mich ein neuer Weg, dies auszuprobieren. Ich finde es wunderbar, die Mittel der neuen Internet- und Online-Technik, die uns hier zur Verfügung stehen, dass wir uns auch über alle Orte, über alle Zeit und Distanz hinweg vernetzen können und unsere Informationen raussuchen können, die wir brauchen, egal ob diese Person jetzt im Nachbarort oder im selben Ort wohnt oder nicht. Also herzlich willkommen. Meine Absicht mit diesem YouTube-Kanal ist, dich zu unterstützen auf deinem Weg zu dir näher, auf dem Weg zu deiner Seele, auf dem Weg, an dem du dich wirklich glücklich vorfindest, wo du Spaß daran hast, Entdeckerfreude hast, neugierig bist und dich erleben kannst wie ein Kind, das die Welt erforscht und entdeckt. Wir glauben manchmal nur, wir wären jetzt schon so abgebrüht und wüssten alles über die Welt. In Wahrheit wissen wir nur ganz wenig über uns selber überhaupt und über die Welt noch wahrscheinlich viel weniger. Also, wenn du bereit bist, dich auf den Weg zu dir selber zu machen, dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, wenn du immer wieder mal vorbeischaust und dir anhörst, ob etwas Inspirierendes für dich dabei ist. Meine große Vision ist, es Shiatsu so bekannt zu machen wie Yoga. Das mag jetzt mal fürs Erste überraschen, weil Shiatsu natürlich schon eine andere Methode ist. Man arbeitet 1:1, es ist eine Behandlungsmethode mit zwei Partnern, der Gebende und der Nehmende oder die Gebende und die Nehmende. Für alle, die Shiatsu gar nicht kennen, man liegt auf einer Matte am Boden, bekleidet im Normalfall. Und ich als Behandlerin oder als Gebende lehne mich mit meinem Körpergewicht gegen den Körper des Bekommenden, des Nehmenden. Shi heißt Finger, Atsu heißt Druck. Das heißt, es ist auch durchaus ein gewisser Druck zu spüren. Manchmal kommt er auch sogar ins etwas Schmerzhafte. Hier ist ein Begriff, den ich erwähnen möchte, der sogenannte Wohlschmerz. Der ist so zu erkennen, dass zwar die Berührung oder der Druck auf einen bestimmten Punkt eine schmerzhafte Empfindung auslöst, aber man gleichzeitig auch spürt, dass wenn der Druck anhält, sich diese Empfindung dadurch löst und somit diese Stelle in unserem Körper wieder ins Fließen kommt. Die Meridianlehre ist auch etwas sehr Wichtiges im Shiatsu. Ich lehne mich während einer Behandlung entlang dieser Energieleitbahnen, so werden Meridiane eigentlich übersetzt als Energieleitbahnen. Und diese Energieleitbahnen sind zugeordnet jeweils einem Organ. Also ein Meridian entspricht einem Funktionskreislauf eines Organes. Das ist jetzt aber nur ein kurzes Anreißen der Theorie. Man kann durchaus auch Shiatsu-Meridian losmachen. Es geht grundsätzlich um eine Berührung, die den Kontakt zwischen den zwei Menschen schafft, die einen Resonanzraum schafft und
dass das System des Bekommenden so anregt, um wieder selber seine Heilungskräfte zu aktivieren. Das kann auf einer physischen Ebene, also einer ganz körperlichen Ebene stattfinden, das kann aber durchaus auch auf einer emotionalen Ebene stattfinden, auch mentalen Ebene und letztendlich auch natürlich auf einer spirituellen Ebene, wo wir eben, wie gesagt, immer besser zu uns selber finden. Wie das in jeder Behandlung abläuft, das ist ganz unterschiedlich und jeder spricht auch auf einer anderen Ebene an. Manchmal wird ein körperliches Thema adressiert und es wirkt aber gleich mal auf einem emotionalen. Das ist auch für mich immer wieder ganz spannend zu sehen, wo der individuelle Weg hier entlang führt. Hier auf diesem Kanal werde ich aber nicht unbedingt körperlich behandeln, das ist leider nicht möglich, aber ich werde viele Themen immer wieder anreißen, die zum Shiatsu passen, die mir in meiner Praxis unterkommen und wo ich das Gefühl habe, dass das für viele Menschen interessant ist. Dazu werde ich immer wieder mal Videos drehen. Außerdem ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dieses Channels wird sein, Interviews. Ich möchte und ich werde Shiatsu-Praktikerinnen und Shiatsu-Praktiker, auch Lehrerinnen oder Trainerinnen mit ganz unterschiedlichen Zugängen zum Shiatsu immer wieder interviewen, so dass dieser YouTube-Channel auch interessant ist für Shiatsu-Profis, um sich immer wieder neue Inspirationen zu holen und aber auch natürlich für den Bekommenden oder auch den Laien immer wieder mehr Informationen und diese große und breiten Wirkungsgrad von Shiatsu immer besser zu verstehen. Ja, wenn ihr konkrete Fragen habt oder Anregungen, bitte schreibt mir doch hier unten im YouTube-Kanal gibt es eine Kommentarfunktion, da könnt ihr mir schreiben. Ich bin aber natürlich auch über eine Webseite und eine E-Mail-Adresse erreichbar. Auch auf Facebook bin ich zu finden und auf Instagram. Das werdet ihr alle alles unten im Informationsteil finden. Wem das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Abonniert meinen Kanal. Alles Liebe. Tschüss.